Jetzt. Okay, guten Abend. Für uns heute ein besonderer Unterricht. Ich bin allein mit dem Kamera, aber alles gut, ich bin nicht allein auf dem Unterricht. Okay, erstens, ich schuldig eine Antwort an Adalbert. Ja, es diese, noch diese Diskussion, ob die noch in Kaschut verpflichten oder nicht. Ich einfach erinnere und zitiere die Frage mit der Antwort von Adalbert. Ihr Rabbiner, Sie erwähnen, dass Rab Moshe Weiner 90 Gebote zählt, bald, es ist wichtig, aber nennen nur die ersten 7 als verpflichtend. Rab Weiner ordnet aber diese 90 unter die 7 und betrachtet sie als verpflichtend. Ja, also die 7 von 90. Ich zitiere aus dem russischen Buch von 2019 bald. Es wird von den Gesetzen gesprochen, halachische Gesetzen, ja, die Gesetzen, das meint verpflichtende Gesetze, die von allen Menschen zu beachten sind. Alle Menschen zu beachten sind, heißt auch noch jeden, nicht nur jüdisch. Unabhängig davon, ob sie direkt im Text der Torah erhalten sind oder nach dem Regel der mündlichen Torah daraus abgeleitet werden. Das heißt, egal, ob diese Mitzvot, diese verpflichtenden Gesetze stehen im schriftlichen Torah oder stehen im Talmud. Egal. In diesem Zusammenhang verstehe ich Ihre Aussage, Kaschut ist sehr wichtig für Benoch. Das habe ich genau, das ist mein Zitat, sehr wichtig. Passen Sie auf, nicht verpflichtend, aber sehr wichtig. Ja, das ist eine gute Formulierung von mir. Und raus kommt als Konsequenz von 6. Gebot die Nochi. Sie meinen hier die genauen Bestimmungen, die Nochi, den Speisegebote, wie sie auch Rav Weiner die verpflichtenden 90 Geboten wohl anspricht. Alex, aber unser Alex, verstand am 11. August unter Kaschut die speziell jüdische Kaschut, die von Nachiden nicht verpflichtet ist. Damit habe ich eine Versionen der beiden Aussagen gefunden. Okay, das ist die Frage, die muss ich noch beantworten. Und jetzt habe ich auch an Adalbert und direkt an uns alle etwa auch wichtig zu sagen. Ich akzeptiere dieses Verständnis von Adalbert, es ist wohl wichtig, aber gibt es noch eine tiefeste Verständnis, und nämlich, ich habe gemeint, dass nach meinem Verständnis die Texte und die Weiner und jüdische Gesetze überhaupt, gibt es eine besondere Kaschut von Achiden. Wieder, gibt es eine jüdische Kaschut? Und nach meiner Meinung nach gibt es eine noachidische Kaschut. Das habe ich gemacht. Das ist wichtig. Im Rahmen dieser noachidischen Kaschut, ja, Alex, wohl recht, es keine verpflichtende Dinge, genaue 100%, wie die Juden auch von Noachiden halten. Ja. Aber doch gibt es etwa dazwischen von keinem Kaschut nach christlichen Reformen sozusagen von physischer Torah und zwischen die jüdische Kaschut, die ist sehr streng. Und jetzt noch etwa über die Systeme von Rabbiner Weiner. Danke für liebe Adalbert, ja, diese PDF-Datei mit russischem Buch, aber ich habe dieses Buch, analogisch. Das ist das Buch. Okay. Auf Russisch, aber egal. Das ist der Rabbiner Weiner. Also ich habe die analogische Buch vor PDF und das habe ich sogar gelesen. Ich natürlich habe auch die Buch von Rav Lichtenstein. Also wie gesagt, nach dem Buch von Rav Weiner 90 Gesetze, es ist schon, die Titel enthält die große Chidush, die große Neuigkeit von Rav Weiner, dass er nach seiner Meinung gibt es 90 Gebote, nicht 7. Das heißt, 7, das ist die, wir haben gesagt, die Gruppen, ja, die 7 Gruppen, und unter diese Gruppen insgesamt ist mehr von 7, es ist 90.
nach Rav Weiner. Und deswegen diese Name 90 Gesetze. Nach die Zählung von Rav Lichtenstein, es ist 67 oder 69, Moment, ich schaue mich wieder. Conclusions, ein Moment. Es ist auch in diesem Buch. Ja, also, okay, die erste machen wir eine Mathe. 6 und das 19 plus 1, 10, 2, 10, 8. Also, das macht uns, Moment, machen wir eine Mathe zusammen. Also 16 plus 19 plus 1 plus 10 plus 2 plus 10 wieder plus 8. Es ist 66. Es ist 66 geboten nach Rav Aaron Lichtenstein. Okay, jetzt weil ich habe gelesen die Buch von Rav Weiner und wieder, er ist eine Rabbiner, die gehört zum Chabad-Bewegung und muss man ehrlich zu sagen, dass Chabad hat schon am Anfang 70er Jahre hat diese noachidische Idee zur ganzen Welt mitgebracht. Das heißt, nämlich am Schnat Tashlab 1972, die letzte Chabad-Rabbiner, Rav Schneerson, egal ob er ist verstanden oder lebendig, das ist eine andere Diskussion, nicht bei uns, aber er hat schon am 1972 hat angerufen, die seine Rabbiner, die Schlichim im ganzen Welt, die alle Leute, nicht jüdische Leute, diese sieben noachidische Geboten vorzuschlagen. Und deswegen Rav Weiner schon von, nach meinem Wissen, von Ende 70er mit bemüht mit diesen Definierungen, was ist sieben noachidische Geboten und seine Konsequenz, seiner Meinung nach, ist es tatsächlich 90. Also und er dort schreibt sehr, sehr interessante Idee. Wir haben uns gesagt, dass manchmal gibt es Situationen, gibt es eine Pflicht, etwas tun. Wenn jemand hat das nicht gemacht, gibt es keine Strafe. Sehr, sehr ungewöhnliche, paradoxale Situation. Rav Weiner schreibt folgende Idee, dass die Noachiden verpflichten in positive Gebote, die Torah meint, und betragen keine Strafe wegen, das haben sie nicht gemacht. Also, Übersetzung, die Noachiden haben keine negative Verpflichtungen und Gebote vom Torah. Ja, zum Beispiel beim jüdischen Zahl von den Geboten, ja, 613, die mehrere, ist es nicht symmetrisch, halb und halb, die mehrere Zahl sind negative Gebote. Mach nichts, ja? Sitz und mach gar nichts, ja? Also die positive Geboten, die sind 248, ja? Also die sind Minderheit von diesen 613. Aber nach Rav Moshe Weiner, die Noachiden nehmen von Torah alle positive Dinge, dass die Torah verpflichtet. Und falls machen sie nichts, gibt es keine Strafe. Ja? Das ist interessant. Das ist eine Meinung. Es steht genau in diesem oder PDF oder diesem Buch, ja, das habe ich schon gelesen. Also, und deswegen, wie ich verstehe diese Kashrut-Diskussion und überhaupt unsere zusammen nachdenken, wie gehen wir weiter? Also,
muss man, also muss man nicht, ja, wenn es steht, ist nicht Kamel oder Schwein. Also nach dieser Einstellung von Rabbeinern, das betrifft nicht nur Hidden. Also theoretisch zu sagen oder praktisch zu sein, Nachid darf essen Kamel oder Schweinfleisch. Von anderer Seite, in Kashrut steht auch positive Einrichtung. Ja, du sollst die reine Geflügel essen. Ja, also etwa positiv, reine Geflügel. Was ist das? Es steht natürlich im Talmud, nicht im Torah. Wir haben das gesprochen schon. Ja? Und das, was er meint, was Adelbert sagt, das Rav Weiner gemeint, egal wo steht genaue Formulierung. Ob im schriftlichen Torah oder im noch später im Mishnah oder Talmud, das ist egal. Was ist positiv? Das es betrifft in diese oder andere Verpflichtung Niveau auch Nochiden. Das heißt, es betrifft die Nochiden mehr als Idee, als eine Ideologie. Ja? Die Juden, das verpflichtet auch als tatsächliche alltägliche Dinge, jede Kleinigkeit. Ja? Und um präzise sein, für Juden gibt es auch Strafe. Nicht vergessen, ja. Also gibt es auch Belohnung oder Bestrafung. Für Nachiden, die diese Torah-Verpflichtungen, sie sind mehrfach als Ideen, als eine Einrichtung, eine Licht, eine Beleuchtung und weniger als etwa verpflichtend. Ja? Deswegen, das echt verpflichtende Dinge, das ist die mindestens 7 oder mit weiter Verständnis, verbreitetem Verständnis 66 nach Rav Lichtenstein oder 90 nach Rav Weiner. Ja? Und deswegen, ich stehe auf meine Formulierung, das Kashrut ist wichtig für Noachiden. Und was habe ich gemeint? Es ist eine besondere Kashrut. Es ist nicht jüdische Kashrut, genau wie Alex gesagt. Es ist eine noachidische Kashrut. Okay? Mhm. Also es ist etwa, die jeder Noachid über sich selbst Bescheid macht. Ja? Und dann gibt es immer Niveaus, ja? Also die niedrigste Niveau darf man nach trockenem Gesetz die Schwein- oder Kamelfleisch essen. Noch höher Niveau, du isst als Nochid die reine Geflügel. Noch höher Niveau, wir haben das gesprochen, falls gibt es keine reine Geflügel, dann du bist derzeit zurzeit vegetarisch. Ja? Also, und das ist von einer Seite großer Vorteil im noachidischen Welt. Du hast Auswahl. Die Nachteil in dieser Auswahl, das ist es vermischt. Es ist ein bisschen unklar. Es ist nicht eindeutig. Ja? Die Nachteil beim jüdischen Welt, es ist alles vorgeschrieben. Das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten. Die einzelne Vorteil, es ist alles klar. Die alle Verbote, schon vorgeschrieben, hunderte Jahre vor, Shulchan Aruch, Talmud, Torah und so weiter und so fort. Also es ist immer kommt zusammen, Plus und Minus. Vorteil mit dem Nachteil. Ja, also beim Juden ist es sehr, sehr präzise, mit vielen Verboten, noch mehrere Verboten. Mehrere von halb, sie sind verboten, ja? Aber es ist relativ klar, einfach, eindeutig, ja? Mit gewissen Diskussionen, wo sind die roten Linien und die Grenzen. Ja? In der noachidischen Welt ist es ganz umgekehrt. Es ist Freiwahl, Auswahl, 90, 66, 7, Minimum, Maximum. Ja? Von einer Seite ist es ganz gut, es ist passt. Ja, mit verschiedenen familiären Situationen, aber es ist unklar. Es ist nicht eindeutig. Ja?
Also, und genau in meinem rabbinischen Studium, mein Rabbiner, der war jetzt in dieser jiddischen Gemeinde in Transkarpatien, auf die ungarn-ukrainische Grenze, auf ukrainische Seite, neben Munkac. Er immer wurde gesagt, bis heute sagt er diesen Satz, muss man eine Linie halten. Ja? Das heißt, auf Hebräisch, es klingt auch als politische Linie. Es nicht meint die Politik, Staat und Weltpolitik. Die politische Linie, es ist eine innere Politik, wie ich als ich auswähle für mich. Okay? Eine Linie als meine Politik. Verstehen Sie? Und das ist sehr, sehr wichtige Behauptung. Es ist sehr, sehr kritische sogar Prinzip. Ja? Du sollst eine politische Linie für sich erstellen. Im Jedidingen. Tatsächlich machen wir das. Mit mitmenschlichen Verhandlungen, ja, in finanzieller Sphäre, in Liebe, mit Kindern. Wir machen das de facto, ja. Aber muss man in religiöser Welt diese Dinge Bewusstsein vorzustellen für sich, ja? Ich auswähle 1, 2, 3. Das ist meine Linie. Ich weiß, das gibt es noch andere Systeme. Ich weiß, das gibt es noch Verständnisse. Das weiß ich. Auch ich als privater Mensch und als Rabbiner, ich kenne viele, viele verschiedene Systeme. Durch die jüdische Gesetz und das alltägige Verhalten und so weiter und so fort. Und doch, ich habe meine politische Linie in dieser Welt. Ja, das heißt, meine Politik, was ich auswähle, trotzdem meinem Wissen, das gibt es andere Traditionen und die anderen Grenzen und Verständnisse. Ich habe bewusst sein ausgewählte meine private politische Linie. Verstehen Sie? Und das ist, betrifft für alles. Für Kaschrut, für Schabbat, für Lebensstil, für meine Kleidungen, für meine Ideologie, ob gehe ich nach Uni oder nicht. Ich gehe, ich wohne, ja, mehrmals. Ich weiß nicht was. Verstehen Sie? Also, das ist genau die Aussage. Du sollst eine Linie, eine innerpolitische Linie für sich haben. Ja? Und das ist diese Dinge noch kritischer für eine jiddische Welt, weil es ist viele, viele verschiedene Niveaus gibt. Ja? Viel, viel abhängig von deiner privaten Auswahl. Ja? Also jemand, zum Beispiel diese jiddische Gemeinde in Transkarpatien, ich habe gesagt, sie hatten sehr, sehr interessante innergemeindepolitische Linie ausgewählt, wegen Kaschrut zum Beispiel. Sie haben gesagt, wir uns als Gemeinde wählen die jüdische Kaschrut, das heißt die höchste Niveau. Das heißt, der Unterschied am privaten Ebene, jeder isst, was er isst, zu seinem Haus. Die gleiche Dorf, ja. 10 Meter von der Synagoge. Privat, jeder isst, was er isst. Raus von dem Dorf. Sie sind viele Leute, die LKW-Fahrer sind. Jeder isst, was er isst. Es ist private Dinge. Das ist private Sphäre. Aber als Gemeinde, wir halten jüdische Kaschrut-Niveau. Das heißt, die maximale. Okay? Also, Sie kaufen immer koschere Wein und Traubensaft. Das gibt es dort. Lokale produzieren. In jedem nicht-jüdischen Supermarkt. Ja, sogar mehrere von einer Weinart. Sie kaufen koschere Fleisch aus Wien. Kostet viel, viel Geld. Jemand, ein Jude, der hat rausgewandert nach Israel und dann nach Wien von diesem Gebiet. Ja, aber wieder. Das ist in die Gemeindeversammlung. Zum Beispiel, als ich komme, als Rabbiner, einmal in dem Monat, ja. Oder für zusammen Mahlessen am Schabbat, Feiertag, ja. Und ich weiß, als ich besuche privat, die gleichen Leute.
100 Meter von der Synagoge oben muss ich aufpassen. Weil es ist andere Niveau und andere Ausfall. Und gibt es auch verschiedene familiäre Stationen, auch dort. Dort gibt es keine Christen in Familien. Die Leute haben aus Christentum rausgegangen, aber dort gibt es viele, viele Unterschiede zwischen Mann und Frau. Es ist immer gibt. Ja? Also das ist ein Beispiel für eine bewusste Bescheid, ja, von einer innerpolitisch Gemeindelinie. Ja? Und natürlich, es geht auch anderes. Also, was ich wollte zum Adelbert beantworten, hat dort diese Woche keine Kraft, weil ich war am Osten. Diese koschere Milch produzieren war wirklich müde, kaputt, alles, was ich wollte. Also ich wollte sagen zum Adelbert, ich akzeptiere sein Verständnis, aber doch gibt es noch eine Drasch, eine noch tiefeste Niveau, dass ich denke und ich glaube, dass gibt's eine noachidische Kaschut, der unterschiedlich von jüdischer Kaschut ist. Ja? Das ist die meine Antwort. Und das heißt, die genaue Formulierung, ja, Kaschut ist es wichtig, aber jeder einhält oder minimale Kaschut, ja, oder eine noachidische Kaschut, oder eine jüdische Kaschut, das ist schon die private Frage, Auswahl. Auswahl, ja. Also das wurde ich noch schuldig zu dieser Diskussion. Das heißt, es ist natürlich mehr von dem Kaschut-Frage, es ist tatsächlich die globale Frage, was ist noch jüdischer Weg, ja? Wie begriffen wir uns selbst, ja? Was verpflichten wir uns, was nicht, ja? Außer die Möglichkeit, voluntarisch noch die Gebote hinzufügen an sich, ja. Zum Beispiel, weiß nicht, die Menschen, die Männer im Transkarpatien, sie machen Beschneidung. Voluntarisch. Kein Zwang von meiner Seite, ja. Aber diese zwei Punkte zum diesem Thema Beschneidung, erstens, es ist absolut voluntarisch. Kein Zwang, verpflichtet man nichts. Und zweitens, es ist nicht jüdische Beschneidung, es ist noachidische Beschneidung. Das ist genau wie geht es mit dem Kaschut. Die gleiche Idee. Verstehen Sie? Das heißt, auf Hebräisch, okay, anatomisch ist es die gleiche Beschneidung. Theologisch, rein religiös, es ist nicht gleich. Das heißt, tatsächlich, ich rausziehe diese Idee, meine Idee von noachidischer Kaschut, von dieser noachidischen Beschneidung. Das ist die gleiche Idee. Das heißt, die Beschneidung auf Hebräisch heißt Brit Mila. Ja, Mila, das ist Operation. Und Brit, es ist eine Bund. Ja? Bund, Operation, Operation, Bund. Wir wollen es. Ja? Bund mit dem Gott, die jüdische Bund. Ja, die Bund der Torah. Der Bund 613 Gebote. Also beim Noachiden, es geht nur um die Operation. Beschneidung, der ist kein jüdischer Bund, aber anatomisch ist es 100% jüdisch. Okay? Und das ist genau noachidische Kaschut. Das ist genau noachidische Beschneidung. Ja? Also, wenn du willst, rein 100% jüdische Gebote, das ist tatsächlich die Jurkonvertierung, das ist was anderes. Ja? Aber wieder, es ist kein Zwang von keiner Seite von uns Jude geworden sein. Das ist keine Idee. Ja? Natürlich kann man oder kann man nicht, aber wir besprechen über die noachidische Welt. Ja? Und deswegen, ich wollte einfach diese Idee rausschicken an euch, dass gibt es genau noachidische Kaschut sozusagen in jeder Dinge. Okay? So ist mein rabbinisches Verständnis und es praktisch
zum Kashrut und zum anderen Dingen wie Beschneidung und noch weiter und noch weiter. Ja? Also das wollte ich sagen zum Adalbert. Ich hoffe, ihr seht später unseren heutzutage Begegnung. Jetzt die Fragen, was wurde gesagt bis jetzt? Dass wir alles halten dürfen, wenn wir wollen. Ja. Gut. Also, wenn so, dann wollte ich ein bisschen bereden über die jetzt, es kommt Rosh Hashanah, neues Jahr, und sozusagen Herbstfeste. So sagt man auf Hebräisch. Ja, Chagei Stav. Ja, einen Monat. Fast einen Monat. Ja, ganze September dieses Jahr, die jüdische Feste. Und die gleiche Frage. Wir haben uns gefragt, was verpflichtet man und was nicht? Ja, in diese Reflexion. Und wir gehen mit Idee von Rav Weiner. Ja, das heißt, die positive Gebote, das ist eine Licht, eine Idee, das wäre gut, wenn noch jeden werde das halten. Das heißt, erstens, ich denke, dass genau dieses neues Jahr interessant, er heißt nicht jüdisches neues Jahr. Er heißt das neue Jahr von ganzer Menschheit. Also ist es wichtig, nach meiner Sicht und Glauben, dass es nur die Nochiden feiern. Im nochidischen Weg, im nochidischen Kashrut, nochidischen Style, diese Rosh Hashanah, weil es ist die Schaffung der Welt. Ja? Das heißt, es ist Glauben in den Gott, die Welt schaffen. Nicht die Gott, die Mensch, dieser oder andere Mensch. Die erste und die letzte Gott sozusagen, das ist nach Isaiah, der Prophet, einem Satz. Ja? Er sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und Rambam, Maimonides, er nimmt genau diese Prophezeiung und bekommt das von einer von 13 Glaubensprinzipien. Ja, also gibt es viele, viele Glauben in der Welt, viele Glaubens, viele verschiedene Kalender in der Welt. Wir haben heute bürgerliche Kalender, das ist ganz in Ordnung. Die bürgerliche Kalender, ja, die Gehalt, die Finanzen, die gesellschaftliche Ordnung, das ist alles gut. Warum nicht? Muss man nicht sagen, gibt es keinen Kalender, ich kenne das nicht, das ist falsch. Aber trotzdem gibt es einen Kalender, der bezeichnet andere Gelegenheiten sozusagen. Das heißt, jeder Kalender trägt mit sich selbst eine Ideologie. Das ist logisch, ja? Mhm. Und die jüdische Kalender natürlich auch trägt eine gewisse Ideologie, die Torah-Ideologie. Und deswegen, ich bin überzeugt, wieder, dass es steht nicht im 7 Geboten, es kann sein, auch steht nicht im 90 oder 60, aber das ist die Idee, eine Ideologie, dass wir uns als Nochiten, wir gehen nach die Torah-Zählung, auch für die Jahre. Ja, also im Torah steht kein Kalender. Ja, Sie wissen, dass diese 5700 jetzt beendet 81. und startet 82. Jahr. Das ist von später jüdischen Büchern. Das kennen Sie. Ja? Das heißt, gibt es ein Buch, der heißt Seder Olam Rabba, eine Weltordnung, sozusagen, in freier Übersetzung, Buch, der sagt, Adam, der erste Adam, hat so und so gelebt, Noach so und so.
in kurz, wenn wir machen eine klassische Mathe, verbinden alle Namen, alle Jahre, dann die Buch beenden sich am Ende zweite Tempel in Jerusalem. Das ist Ende der Buch, ja, nicht mehr. Und dann, wir wissen genau, wie viele Jahre nach diesem Buch rausgeflogen von 1. Adam bis 2. Tempelzerstörung. Und 2. Tempelzerstörung, wir wissen genau den Zeitpunkt, das ist die 70. Jahr plus, nach dem Nun. Ja? Im Chabad gibt es ein bisschen andere Rechnung. Sie bezeichnen als 68 im Plus. Aber ich erkläre, was meinen Sie. Es sind zwei verschiedene Punkte. Die jüdische Welt meint physische Zerstörung und Verbrennung von dem zweiten Tempel. Ja, das ist die genaue die Bilder, wo die römischen Soldaten rausziehen die goldene Menorah. Ja? Das ist die 70. Jahr. Chabad sagt 68 Jahre, dieses Jahr, eineinhalb Jahre vor, schon die Opferdienst wurde gestoppt. Okay? Also sie sagen, die Tempel wurde gestoppt als Tempel, funktionieren schon eineinhalb Jahre vor. Okay? Und das ist auch bekannt, es steht im Talmud. Das war vor die Römer, die Juden, klassisch, Zivilkrieg, jeder mit anderen. Und zum verschlechterten Situation, das waren drei Parteien, die gekriegt jeder mit anderen. Die Römer stehen draußen von Jerusalem und die Juden kriegen jeder mit anderen. Das ist typisch jüdisch, klassisch. Ja? Auf diese Gründe, die Leute denken, glauben, die Juden sind sehr, sehr, sehr einig. Es ist ein großes Stereotyp. Leider ein bisschen falsch. Wir wünschten uns einig sein, das ist nicht immer so. Also, in kurz, wir wissen genau diesen Zeitpunkt 70. Jahr im Plus, nach dem Nun, das ist die zweite Tempelzerstörung. Also dazu gewisse Zahlen, dann wissen Sie, welches Jahr leben wir heute nach jüdischem Kalender. Also das ist die Quelle, woher nimmt man diese 5781 oder 82 jetzt wird. Ja? Also, wie die Noachiden auswählen die Torah als die Vorbild, ja? Auch wenn nicht tatsächlich und präzise wie Juden, nur kann sein wie ein Ideenbuch, ist es doch gut. Ja? Und dann als eine Idee, das Kalender kommt nicht von Null, wie in christlicher Religion, und nicht von Mohammed, wie in islamischer Religion, sondern von Schaffung der Welt. Es ist eine sehr, sehr wichtige Idee. Also, wieder, das ist genau wie Rav Weiner gesagt. Es ist egal, ob es geschrieben in der Torah, weil das geschrieben nicht in der Torah, das ist geschrieben im Seder Olam Rabbah, im anderen Buch, ja, talmudische Zeit, ja, ein bisschen sogar früher vom Talmud. Also, deswegen, das ist neues Jahr von ganzer Menschheit. Das ist wichtig zu feiern. Aber wir feiern als Noachiden. Das heißt genau Ehren wie Shabbat. Ja? Also, lesen über die Schaffung der Welt. Welche Idee beträgt diese Geschichte? Also, muss man Torah lernen. Ja? Die Talmud sagt, für mich wurde die Welt geschafft. Kann man sagen, wow, wunderbare Idee. Kann man sagen, wow, so egoistisch. Das ist überhaupt nicht gut. Ja? Also gibt es viel, viel was zu nachdenken über diese Geschichte. Ja? Wie kann man mit heute Wissenschaft, wie sagt man Adelbert, befrieden, ja, die zwei Ideen. Ja, die Wissenschaft sagt, es ist die Welt, die schon über Milliarden, 4 Milliarden Jahre etwa so existiert. Also muss man, es ist sehr, sehr wichtig, nachdenken, diese Ideen. Ja, also deswegen, ich würde sagen, doch bezeichnen die Rosh Hashanah
nicht pflichtend als Juden, aber doch bezeichnen. Ja? Und auch beim Juden wieder die wichtigste Idee. Was ist die wichtigste Idee vom Rosh Hashanah? Kennen Sie? Ist es nicht so, dass dann die Taten von jedem Menschen beurteilt werden? Das ist Mechanismus. Das ist der wichtigste Mechanismus. Okay. Ich jetzt entdecke eine Idee, die völlig passt auch für die jüdische Welt. Wie wissen wir, was ist die wichtigste Idee? Ich weiß nicht was, ein gewisser Text. Ganz einfach. Wir nehmen einen Text, egal, eine Kapitel, 10 Kapitel, die ganzen Buch, und wir machen eine Zählung von den Worten oder den Wurzeln. Und was ist die König, die Wurzeln oder Wort Nummer 1? Das ist das Thema von diesem Text. Wenn wir nehmen die ganz jüdische Gebete vom Rosh Hashanah und auch Yom Kippur in diesem Sinn, weil es ist das zweite Filial vom Rosh Hashanah. Ja. Was wird, was glauben Sie, was wird das Wort, die Wurzel, die erscheint in dem Text mehrmal? Die absolute Meister, Champion. Was glauben Sie? Welche Worte sind? In welchem Text jetzt eigentlich? Im Schöpfungsbericht? Die Gebete, die Gebete, okay. Die Gebetsbuch, Machzor, für Rosh Hashanah, Yom Kippur. Wenn wir nehmen das, egal, auf, in Deutsch übersetzt, egal. Mhm. Welche Worte der Wurzel wird gewohnt in diese Konkurrenz sozusagen und Wettbewerb? Was glauben Sie? Vergebung. Okay, es ist im Drittel, ja, es ist in die drei. Ja, Gold, Silber, Bronze, akzeptiere. Aber Sie sollen wissen, dass die absolute Meister und Nummer eins, der Champion von allen jüdischen Gebeten, der Wort und Wurzel ist der König. Der König in jeder Form. Das heißt, die wichtigste Idee von dieser Rosh Hashanah nach Yom Kippur, wir akzeptieren den Gott auf die König auf uns. Und das ist absolut passt auch für den Achiden. Mhm. Als Idee. Und wenn die Gott, die König, dann kann er vergeben. Das ist schon Konsequenz. Mhm. Er ist der König. Er macht den Bescheid, was vergibt er und was nicht. Ja? Also, und das ist genau Tshuva, Rückkehr, Jutta, das ist der Mechanismus. Ja? Also, wenn wir wollen uns, dass die Gott uns vergibt, dass wir sollen auch vergeben und verbessern uns. Und dass die Pirkei Avot, die Sprüche der Väter, formulieren ganz, ganz schon, wenn du willst, dass die Gott erfüllt deine Wille, erfüllt du seine Wille. Logisch, ja? Mhm. Maß gegen Maß, ja? Und gleichmäßig, wenn du willst annullieren etwa, die Gott annulliert die Strafe, Bestrafung, ja? Dann du sollst auch etwa annullieren, gleichmäßig, ja? Das heißt, Pirkei Avot sagt, annullierst du deine Will vor ihm, vor dem Gott, falls du willst, auch dem Gott annulliert seine Will über dich. Ja? Sehen Sie? Das heißt, es ist Annullierung, ja? Wir begrenzen uns und machen nicht alles, was wollen wir. Ja? Und dann wir auch sagen zum Gott,
aber bitte auch, du machst nicht alles, was du willst mit uns. Ja? Weil wir uns begrenzen. Begrenzt auch sich. Und das ist genau der Absatz, wo sagen wir, genau wie Abraham hat seine Barmherzigkeit gestoppt und wurde bereit, seinen einzelnen Sohn dich zu opfern. Dann du auch, lieber Gott, stoppst deine Zorn über uns. Ja? Er hat gestoppt, Abraham, etwa. Also bitte auch gleichmäßig, du, lieber Gott, auch stoppst etwa. Ja? Also Stopp gegen Stopp, Wille gegen Wille, ja? Erfüllen gegen Erfüllen und so weiter. Aber doch, das ist schon Mechanismus. Ja, das, also diese Rückkehr, Verbesserung, Vergebung, das ist schon Mechanismus. Das ist eine tatsächliche Schiene. Aber die wichtigste Idee von Rosh Hashanah und Yom Kippur, wir sagen deutlich und klar, gibt es einen König in der Welt. Und das ist der König, der hat die Welt geschafft und das ist der Gott Israels sozusagen. Ja, ein Epithet. Und genau mit diesen Worten beendet sich Yom Kippur. Schauen Sie, wie geht das mit den letzten Sätzen von Yom Kippur. Das ist genau diese Idee. Die Gebetsbuch Machzor von Yom Kippur zitiert die Geschichte mit Eliyahu, der Prophet. Kennen Sie diese Wettbewerb zwischen Eliyahu und den Falschpropheten? Kennen Sie diese Geschichte? Von zweite Königebuch, kennen Sie? Ja. Ja? Ja. Okay. Im Kurz, manche Juden wurden Gott zu Dienst geschafft, nicht annullieren auch die Opferdienst für einen Gott. Das heißt, Eliyahu, der Prophet, sagt, sie sitzen auf die zwei Stühle gleichzeitig. Ja? Mhm. Bis wann sie sitzen auf zwei Stühle? Ja? Heute, wir sagen auf Hebräisch ein Sprichwort, auf die zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Mhm. Aber dort, Eliyahu, der Prophet, er nutzt andere Metaphore. Sitzen auf zwei Stühle. Es ist bekannt, ja, die Idee. Mhm. Auf widersprüchliche Stühle. Ja? Eine Stuhl, einzelner Gott. Die andere Stuhl, die Polytheismus, viele Götter. Mhm. Also Daniel, der Prophet, sagt, wenn gibt es viele Götter, gehen Sie zum diese Götzendienst. Punkt. Gibt es keinen einen Gott. Wenn es der eine Gott, dann nur ein, nicht zu viel. Aber sie können nicht verbinden. Gleichzeitig. Mhm. Die Juden konnten verbinden. Die Leute sind sehr, sehr, ich habe immer gesagt, die Leute sind sehr, sehr wunderbare. Kann man etwa entwickeln, dass du kannst nicht vorzustellen, dass es möglich ist. Verbinden mit der christliche Dinge. Ja? Wie Polytheismus und Monotheismus. Gleichzeitig. Nicht verlassen jeder oder andere. Und dann lesen Sie genau diese Kapitel, dass kommt ein Feuer von dem Himmel und so weiter und so fort. Und dann die Juden, die wurden auch geglaubt, gleichzeitig an einem Gott und viele Götter, sie akzeptieren einen Gott über sich selbst. Und sie sagen, Hashem Elohim, die Gott, das ist unsere Gott sozusagen, das ist die klassische islamische Phrase Allah Akbar. Ja? Das ist arabische Übersetzung von diesem Satz, von dieser Geschichte. Es ist keine islamische Entwicklung, es ist reine Übersetzung, nun nicht mehr. Also, und genau diese Phrase sagen wir am Ende Yom Kippur. Das heißt, Ende Yom Kippur, es ist quasi ein Konzentrat von ganzem Yom Kippur und dem ganzen Rosh Hashanah Yom Kippur. Ja? Also schauen Sie die letzten
die letzte Seite von Machzor für Yom Kippur, ja, die Gebetsbuch. Und dort steht genau diese Idee, die Gott ist eins und er ist unser Gott. Das ist im Kurz, im Kurzum. Ja? Also, und genau diese Idee ist sehr, sehr wichtig, ja, einmal in dem Jahr ein bisschen verstoppen, nachdenken und sagen, doch, der Gott ist unser Gott. Ja? Nicht viele Götter, das haben wir das ganze Jahr. Also das ist genau, wie funktioniert es. Ja? Dieses Prinzip auch gilt für andere Texte. Ja, da, wenn wir nehmen eine Kapitel von Torah oder Tanach oder Talmud oder von klassischer Literatur, Goethe, Schiller und Tolstoi, Dostoevsky, das auch funktioniert. Ja, sie einfach zählen die Worte und was ist das wichtigste Wort? Das ist das Thema von diesem Absatz oder Kapitel. Also, das heißt, das habe ich gesagt, das ist Rosh Hashanah und Yom Kippur, sie sind auch wichtig für Noachiten. Ja? Weil das ist genau, akzeptieren diese Idee. Ja? Es ist nicht so wichtig, präzise Halachot halten wie die Juden. Ja? Also macht man so am Rosh Hashanah. Das ist unwichtig. Okay? Ja. Aber genau erinnern diese Tage, ehren diese Tage, nachdenken diese Tage. Natürlich kann man die Synagoge besuchen, dann ist es vielleicht hilft in diesem Prozess in den Kopf, ja, die Gefühle verstärken. Aber wieder muss man nicht die, weiß nicht was, die ganze Gebete Wort zum Wort auch sagen, genau wie Juden. Das ist nichts. Ja? Kann man, darf man, es ist keine Probleme damit. Aber das ist schon eine private Auswahl und das ist nicht so wichtig. Ja? Also, Sie haben verstanden meine Meinung. Genau ja. Wie eine nochidische Kaschrut, genau wie eine nochidische Beschneidung. Also, gleichmäßig auch eine nochidische Rosh Hashanah und Yom Kippur. Das ist. Und das ist genau in die Spirit, in den Geist, das Rav Moshe Weiner schreibt. Die positive Gebote, egal welche vom schriftlichen Torah oder später jüdische Bücher, als eine Idee, als eine Linie, als eine innerpolitische Auswahl. So, das ist für heute. Okay. Ich denke, wir haben jetzt eine Pause, weil gibt's viele Feiertage, die gefallen in die Mitte Woche. Das heißt Rosh Hashanah, es ist Dienstag. Yom Kippur, es ist nicht Yom Kippur, aber Sukkot, ja. Also gibt es viel, viel, viel in die Mitte Woche. Also es ist eine Funktion, alle Feiertage sind Funktion von Rosh Hashanah. Ja? Mhm. Und Rosh Hashanah ist, wie gesagt, Montagabend, Dienstag und Mittwoch dieses Jahr. Dieses Jahr. Also Rosh Hashanah und Sukkot, alle Dienstag gefallen sind. Yom Kippur, ich denke, es ist Mittwoch, Donnerstag. Ist Donnerstag. Ist am Donnerstag. Ja, Mittwoch, Donnerstag, ja. Also, okay, dann setzen wir uns in Verbindung vielleicht vor Yom Kippur, vielleicht, wenn Sie sicher nicht, also erinnern Sie mich, wenn bin ich nicht in die Bewegung auf Autobahn und dann vielleicht lernen wir, aber kann sein auch nicht, weil muss man viel, viel vorbereiten. Ja, also deswegen, aber wieder, diese Erleuchtung, es ist, gilt für alles, ja, auch für Kashrut, für Shabbat und auch für Rosh Hashanah und Kippur und Sukkot. Erinnern Sie diese Tage. Feiern Sie im Ihren Stil, ja, mit Ihrem Nachdenken, ja. Das ist.
Also ich begrüße euch alle, ja, mit gutem Jahr. Ja, danke. Viel, viel gesund. Wir haben jetzt letzte eineinhalb Jahre gelernt, wie wichtig die gesund, die Familie. Mhm. Ja, also vieles kann man wünschen und wünsche euch alle gute und gesunde Jahr. Danke. Schöne Feiertage. Ebenfalls. Ja. Danke. Also, ja, danke. Alles Gute, liebe auch. Leute. Ich stoppe unser Video und dann wir sehen uns. Wir lernen im nächsten weiter. Jahr. Genau, nächstes Jahr noch ein halbes Woche. Nächstes genau. Jahr. Genau. So ist es. Schönen Abend noch. Alles Gute. Tschüss. Shalom.